Klaus, Klaus, gleich kommt ein Hauptmann des Königs zu euch und ein Soldat mit einer Trompete. Die haben überall in der Stadt etwas ausgerufen. Was haben sie denn ausgerufen? Ein Gesetz, ein richtiges Gesetz. Das ist wohl das Gesetz. Ja. Könnt ihr uns nicht sagen, was da drin steht, Herr Hauptmann? Lies selbst. Derjenige, welcher die liebreiche Prinzessin zum Lachen bringt, bekommt die Prinzessin zur Frau und wird Erbe des halben Königreichs. Macht dir das nicht Freude, Töchterchen? Warum lässt du das Gold und das Geld jeden Tag ziehen, immer wieder? Töchterchen, wenn es jemand stiehlt. Schlag nur kräftig zu. Es soll dein Schade nicht sein. Eine Gans. Sie ist aus Gold. Ein goldenes Gänschen? Je, was ist das? So, hilf mir doch! Ich klebe fest. Das gibt es nicht, das weiß ich besser! Natürlich weiß ich auch diesmal wieder alles besser. Die Gret aus dem lustigen Märchenfilm der DEFA, die goldene Gans. An dieser eigenartigen Gans bleibt dann jeder kleben, der ihr zu nahe kommt. Und so zieht Klaus, der Schusterjunge, der die goldene Gans als Belohnung für seine Hilfsbereitschaft erhielt, mit allen Leuten, die an ihr kleben bleiben, zum Schloss, um die Prinzessin zum Lachen zu bringen. Zwei neue Freier sind am Schlosstor eingetroffen. Gleich zwei. Der 272. und der 273. Bewerber. Weise sie nicht wieder ab, Kind. Lache doch. Nur ein einziges Mal. Pechvogel. Franz Pechvogel. Entzückend, wie? Herr König, Prinz Störenfried und seine Reiter sind dicht vor dem Schloss. Wer Prinz Störenfried besiegt, bekommt die Prinzessin zur Frau. Störenfried. Genug, Prinz Störenfried. Uns stört ihr nicht mehr. Aber ehe es zu diesem lustigen Tanz kommt und ehe Klaus die Prinzessin zur Frau erhält, hat er noch eine ganze Reihe fröhlicher Abenteuer zu bestehen, die ihr, liebe Jungen und Mädchen, miterleben könnt, wenn ihr den neuen Märchenfilm der DEFA besucht, Die goldene Gans.